ist schon wieder keiner da, Mann. Ist immer dasselbe. Ah, Sie sehen mir nach Studenten aus. Ja. U-Kurs, richtig? Ja. Ah, sehr gut. Ja, dann bin ich Ihr Dozent heute. Ja, da fällt mir auch ein, ich habe leider meine Liste vergessen. Vielleicht kann da von Ihnen mal jemand gerade eine Liste erstellen? Ja, klar, klar. Gut, dann schreiben Sie bitte einmal Ihre Namen und Ihre Handynummern drauf, ja? Mhm. Matrikelnummer oder Handynummer? Ja, bei Ihnen reicht mir dann auch die Matrikelnummer. Gut, was war denn nochmal das Thema für heute? Erhebung eines psychopathologischen Befundes. Ah ja, Erhebung des psychopathologischen Befundes. Mhm. Genau. Ja, wir fangen wie immer mit der Anamnese an. Was wäre denn da Wichtiges zu beachten? Sozialanamnese? Ja, sehr gut, genau. Wichtige Fragen dabei wären zum Beispiel, haben Sie Familie oder haben Sie Kinder? Mhm. Leben Sie in einer Partnerschaft? Oder sind Sie vielleicht Single? Ja, wie sieht es denn bei Ihnen zum Beispiel aus? Mein Freund und ich ziehen nächste Woche zusammen. Ja, okay, das ist jetzt überhaupt nicht repräsentativ. Wie sieht es denn bei Ihnen zum Beispiel aus? Ja, ich bin Single. Ich bin auch Single. Ja, Glückwunsch, wen interessiert's? Gut. Also, wenn Sie jetzt aber denken, dass die Anamnese das einzige Wichtige wäre bei der Erhebung des psychopathologischen Befundes, der irrt. Denn, ja, aus dem Lateinischen wissen wir ja, mens sana in corpore sano. Nur in einem gesunden Körper kann auch ein gesunder Geist hausen. Der ist so schlau. Deshalb würde ich sagen, fackeln wir nicht lange, keine Diagnose durch die Hose, ja? Ja, also ich habe mir das so vorgestellt, Sie kennen sich ja schon bestens aus bei der körperlichen Untersuchung. Mhm. Deshalb werden wir jetzt von oben uns nach unten vorarbeiten und pro Körperteil einfach eine exemplarische Untersuchung nur kurz machen. Ja. Gut, fangen wir oben beim Kopf an. Kurze neurologische Orientierung. Würde ich sagen, machen wir dafür die Gesichtsfeldüberprüfung. Kommen Sie doch mal her. Okay. Stellen Sie sich vor mir. Mhm. Und schauen Sie mir tief in die Augen. Ja. Und dann schauen Sie, ob Sie rechts oder links eine Bewegung wahrnehmen können, okay? Mhm, okay. Links, rechts, links, rechts. Ha, ja, okay. Kleiner Scherz von meiner Seite. Gut, dann hätten wir den Kopf schon mal abgearbeitet. Gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Aha. Ja, Kopf, Thorax. Da würde ich sagen, tasten Sie doch mal bei sich den Herzspitzenstoß. Mhm, mhm. Ich schau auch mal bei mir nach. Oh, ist aber heute besonders gut zu spüren. Kommen Sie doch mal her. Okay. Spüren Sie das? Ja. Ihnen vielleicht auffällt, ist der Puls ziemlich langsam. Mhm. Ja, das haben wir entweder bei sehr alten Menschen oder bei besonders durchtrainierten Menschen. Okay. Also ich bin übrigens erst 29. Kommen Sie auch? Darf ich auch mal? Gut, ich denke, Sie haben das Prinzip verstanden. Dann fällt mir auch gleich ein, für die nächste Untersuchung brauchen wir noch einen Thermometer. Deshalb gehen Sie doch mal bitte zu Schwester Ingrid ins Schwesternzimmer. Sie weiß schon Bescheid. Ja? Schwester Ingrid, ja? Schwester okay, Ingrid, ja. Mhm. Gut, ja, sind wir ja nur noch zu dritt. Kopf, Thorax. Ja, machen wir beim Unterleib weiter. Würde ich sagen, untersuchen wir heute mal die Lymphknoten, die inguinalen Lymphknoten. Mhm. Sollen wir die jetzt auch mal bei uns testen? Ja, sicher. Sie werden sich ja auch später von den Patienten stellen, tasten bei sich selbst die Lymphknoten und stellen dann die Diagnose. Nee, also, da ich ja leider keinen Patienten habe, stehe ich Ihnen natürlich zur Verfügung. Okay. Also, nicht so zaghaft. Kommen Sie her. Gut, und wenn wir schon da unten sind, können wir eigentlich gleich noch den Cremaster-Reflex überprüfen. Hey! Sagen Sie mal, hier gibt es gar keine Schwester Ingrid. Was? Keine Schwester Ingrid? Sagen Sie mal. Herr Müller, ich hatte Ihnen doch Bettruhe verordnet. Das machen Sie ja zweimal wöchentlich, die armen Studenten. Gehen Sie mal bitte wieder auf Ihr Zimmer. Och, Menno. Hallo, ich bin ja Hukus. Och, Menno. Aber die Liste nehme ich mit. Hey. Ja, also, tut mir leid. So, worum soll es heute gehen?